So, wir sind angekommen zur nächsten Sokrates-Quest. Jetzt geht's in die Verhandlung rein. Seine Stimme finden, bla bla bla. Mal gucken, was passiert. Es wird definitiv Oh gummiert. nein, nicht du. Du erinnerst dich? Geh einfach. Ich bin zu alt für so etwas. Ja. Du lässt mich einfach rein. Der kennt mich schon. Der hat keinen Bock auf Stress. Absolut nicht. Sokrates, es wird. Ja. Wir werden direkt attackiert. Deswegen hat sie ihn auch nicht interessiert, dass sie uns reinlässt. Wir schnetzeln die kurz zusammen. Die Levelabstände sind immer noch gleich wie bei der Piratenquest, weil wir ein Level gewachsen sind. Und die Gegner auch, die Quest auch. Zack. Schnell die Abfolgen durchkloppen. Siegt, weiter ist immer das gleiche. Ja, hier geht's runter. Das hatten wir bei Origins auch, ne? Ja, einen Skillpunkt brauche ich jetzt nicht vergeben. Ist egal. Mal später. Hier ist nur jemand, okay. Du könntest auf Blut stoßen, wenn du nach oben gehst. Du schon wieder! Ich bin aus einem anderen Grund hier. Nach deinem letzten Besuch wurde ich gefoltert. Ich dachte, sie bringen mich um, genau wie ich es dir gesagt hatte. Es tat so weh, dass ich um den Tod bettelte. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Spute dich einfach und sag mir, was du willst. Du hast Sokrates etwas gesagt und ich will wissen, warum. Es ist sonderbar zu hinterfragen, warum die Pythia spricht. Ich weiß, warum du sprichst und ich weiß, wer über deine Stimme gebietet. Warum wollte der Kult, dass du Sokrates sagst, er wäre der Weiseste? Das hat mir nicht der Kult aufgetragen. Das kam von mir selbst. Okay, sie hat selbst gesagt, Sokrates ist der Weiseste. Ja, der ist ziemlich weise. Vielleicht wollte sie Regierungswechsel. Zu der Zeit wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber egal. Wir beschuldigen sie einfach. Sie ist komisch, wir beschuldigen sie. Sag mir die Wahrheit, oder ich zwinge dich dazu. Es bringt mir nichts, dich zu belügen. Wenn du Sokrates nahe stehst, bist du auch meine Verbündete. Verbündet? Wofür? Ich weiß viel über Sokrates. Nicht nur er hat mich oft besucht, sondern auch seine Schüler. Komm zur Sache. Du weißt, dass die Götter nicht durch mich sprechen. Ich spüre, dass Sokrates derjenige ist, der auch andere davon überzeugen könnte. Wenn ihm das gelingt, braucht mich der Kult nicht mehr. Du hoffst also, er kommt zu dem Schluss, dass die Götter nicht existieren? Es spielt keine Rolle, ob Sokrates an ihre Existenz glaubt. Er muss nur daran zweifeln, dass sie durch mich sprechen. Wir gehen wieder alle Antwortmöglichkeiten durch. Ist immer sehr interessant. Ich verstehe, warum du meinst, Sokrates könnte helfen. Aber warum sagst du ihm, er sei der Weiseste? Er wird sich fragen, was es heißt, der Weiseste zu sein. Ich hoffe, er begreift, dass er das nicht ist und beginnt am Wort der Götter zu zweifeln. Ah, okay. Er soll am Wort der Götter zweifeln, um quasi... Ja, noch schlauer zu sein, weil es mit den Göttern natürlich alles Humbug ist. Weil er halt eh schon schlau ist, soll er das Ganze hinterfragen. Wahrscheinlich dann groß rauskommen und ja, die ganzen Leute mal zur Vernunft bringen, dass die nicht auf ihrem Pferd in eine Klippe springen, wie wir hier gerade im Stream gesehen haben. Oder sonstiges der tun. Wenn du ihm einfach gesagt hättest, dass deine Worte nicht die der Götter sind, wäre dann nicht der gleiche Zweck erfüllt? Noch dazu viel schneller. Sokrates ist kein Mann, der auf einfache Antworten aus ist. Sein Antrieb ist größer, wenn er die Antworten selbst finden muss. Es wird langsam etwas kompliziert. Was du auch tust, verrate Sokrates nichts. Ich verstehe. Er muss selbst auf die Antwort kommen. Ganz genau. Aber wenn du Sokrates wirklich helfen willst, kurz vor dir war ein Schüler von ihm hier. Er wirkte verzweifelt. Verzweifelt? Er presste sich ein Buch an die Brust und sah sich ständig um. Er erzählte mir, er würde in ein Grab in der Nähe gehen, bis es wieder sicher für ihn wäre. Danke, ich suche ihn. Okay. Wie auch immer wir ihm dadurch helfen. Also wir helfen dem Schüler. Dadurch freut sich Sokrates. Keine Ahnung, das ist eher so ein Gefallen, aber was es jetzt mit der Verhandlung zu tun hat. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ah, ich bin in der Nähe. Ikaros ist wieder am Start. Ich leg mich aber, hock mich hin.
Man weiß ja nie, was kommt. Warte, irgendwo hoch. Grab der Pythia. Bin den Schüler. Wir hatten da gerade noch sehr viel mehr stehen. Habe ich nicht gelesen. Kommt dann wahrscheinlich noch. Aber wir machen erstmal das hier. Und wenn das schon der Abschluss ist, dann reicht uns das ja. Keiner, was er jetzt noch stand. Irgendwie Gegenstand sammeln oder sonst was. Grab erkunden. Das machen wir ja sowieso. Ich würde gerade sagen, ein bisschen Obsidian, ein bisschen Eisenbrocken. Sieht schön aus bei Nacht. Also diese Welt zu erkunden ist wirklich Wahnsinn. Also das liebe ich an den neuen Assassin's Creed Spielen. Ist wirklich genial. So, ich hoffe keine Schlange. Ich hasse Schlangen. Ich habe genug gehört. Suche den Jungs und den Papyrus. Die sind böse, ne? Und dann erst auf den großen. Wow, da ist ein richtig großer. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe wirklich wenig gerade. So, den großen haben wir weg. Den haben wir auch weg. So. Soll ich mir ein Licht anmachen? Aber hier könnte man. Hier ist zu. Da könnte man. Da kommt man vielleicht dann raus, dass man schneller wieder am Ausgang ist, dass man nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Achso, durchsuchen? Okay. Alles einsammeln hier. Komm. Ja. Ist hier sonst noch irgendwas? Na, lass mich hier durch. Hier ist nur Kleinkram zu sammeln, das brauchen wir alles nicht. Kommt man hier irgendwo durch? So, findest du gerade das Schüler? Missionsziele vor Ort. Antike Stile finden. Das ist diese Tafel, die so aufrecht steht. Die steht hier aber nicht. Die fällt aber durch den Sauger, die sieht man auf jeden Fall. So, hier ist ja nichts, ne? Gar nichts, sind wir uns einig. So. Da komme ich nicht durch, das geht nicht. Das muss ich wegschieben. Das heißt, dass hier auf jeden Fall eine Sackgasse sein muss. Ich muss irgendwo außen rum. Das ist wieder so ein Typ, der mir eine Quest andrehen will. Das sind diese blöden Open-World-Quests, die einfach nur da sind. Dass man noch mehr zu tun hat. Die mag ich nicht. Da habe ich echt keinen Bock. Komm doch hoch jetzt hier, Mensch. So. Irgendwie. So, da waren wir gerade drin. Da geht es ja nicht weiter. Finde ich. Nein, nicht. Ikos, hast du irgendwie einen anderen Eingang für mich? Ja, sieht nicht so aus. Ihr habt echt einen Schütte, ja. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch einen anderen Eingang. Okay, ich muss besser gucken. Auch die Decke abchecken, nicht, dass man oben irgendwo durch kann. Aber ich muss auf jeden Fall nur die linke Seite abchecken. Das Ding, das kann man ja nur wegschieben. Das kann ich ja von hier aus nicht wegschieben. Wie soll denn das gehen? Und hier irgendwo oben durchklettern. Muss man vielleicht, hier die Fackeln anmachen. Keine Ahnung. Das bröckelt ein bisschen. Kommst du nirgendwo durch? No way. Hey, wo muss ich lang? Ich habe keinen Plan. Hier, Fackel anmachen. Komm mal ran.
So, und dies an, dies an, dies an. Alle vier sind an. Das war's nicht. Cool wär's, wenn ich jetzt ein paar Zuschauer hätte. Und einer schon gespielt hat und sagen könnte, wo ich lang muss. Das wäre cool. Manchmal hat man einfach so ein Brain-Lag oder man übersieht einfach sowas richtig Auffälliges. Ich glaube nicht, dass es darum geht, hier die Feuerschalen anzuzünden. Aber manchmal bringt das irgendwas. Komm, ist nur noch einer, die zünden wir noch an. Wer weiß. Bringt gar nichts. Toll. Muss ja irgendwie. Ist noch einer? Ja, ich habe hier schon ein paar hingeworfen. Ich komme da nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Oh. Nee, das ist mir jetzt ein Rätsel. Kein Plan. Ich überlege gerade, was können wir machen? Ja, oben war doch nichts zum Reingehen. Das musst du von den Seiten wegschieben. Kann ich da irgendwas sehen? Hier gar nichts. Ich höre auf jeden Fall Leute, aber ich kann die Sprache nicht. Das sind die hier. Helfen die mir vielleicht? Brauchst du etwas, Staatsmann? Ich verliere alles. Es wurde nicht nur mein Bruder Elpenor ermordet. Meine ganze politische Karriere steht auch vor ihrem Ende. Ja, ich glaube, ich habe den gekillt, ne? Ich habe deinen Bruder umgebracht. Du? Du Scheusal! Das war der uns benutzt dafür hat. Dafür wirst du bezahlen. Er ist geradezu massakriert worden. Ja, richtig. Du verdienst ein schlimmeres Schicksal als den Tod. Quest fehlgeschlagen, dem Tod überlassen. Ja, wie Quest fehlgeschlagen? Jetzt kann ich seine Quest nicht machen, weil ich nicht angelogen habe und nicht. Und deswegen wollte er mir die Quest nicht geben. Ja, ich habe ihn halt getötet, weil er war halt Mitglied des Kults. Und dann habe ich sein Gewand genommen und konnte mich da einschleusen. Er wollte nämlich, dass ich meinen Vater töte und dann wollte er auch, dass ich meine Mutter töte. AVG. Der war nämlich nicht mehr auf unserer Seite. Der war lieber Spartaner als Vater. Und hat es auch nicht bereut. Aber unsere Mutter, von der haben wir noch keine Ahnung. Es muss einen anderen Eingang geben. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Keine Ahnung. Hier unten am Berg langlaufen. Da gibt es irgendwo einen Eingang. Ich müsste es auf die andere Seite, aber da war ja auch nichts. Das muss ja schon irgendwie auf der Höhe sein, sonst bringt es ja nichts. Ich verstehe es nicht. Gibt's irgendwie einen Skill, den ich einsetzen muss? So, ich muss hier rein. Ich muss definitiv hier rein. Das Quest, die Questmarkierung sagt das. Oh. Warte mal. Wie leicht kann ich das abfackeln?
Es brennt, aber nicht lange. Nee. Hä? Okay, okay. Warte mal, kann ich das kaputter machen? Okay, bringt alles nichts. Was ist hier drin? Nicht der Ernst. Nein! Wie peinlich. Oh Gott, wie peinlich. Oh, scheiße! Ich hasse die Viecher. Ich hasse Schlangen. Tot? Da waren Krüge. Ich habe sie nicht kaputt gemacht. Ey, das ist ja so peinlich. Oh nein. Es ist so easy. Komm. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Peinlich, peinlich. Ja, hallo? Rüber? Dieses Grab ist größer, als ich dachte. Er muss hier irgendwo sein. Wow, wow, ich hasse Schlangen. Und eine Falle. Oh Gott, ich hasse Schlangen. Achtung, Kopfgeldjäger. Achtung, Kopfgeldjäger. Ja! Ja, hier ist aber. Wir machen die wieder kaputt, genau, weil es da wieder durchgeht. Aber ich mache das nicht so gerne, weil meistens Schlangen drin sind. So, hier geht es wahrscheinlich weiter, oder? Da liegt wieder eine Schlange. Ich hasse Schlangen. Katastrophe. Da geht es wahrscheinlich weiter, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Weil hier wahrscheinlich einfach so ein Versteck sein wird mit Loot. Schlange! Natürlich, why not? Guck mal, die verbrennt. So, Loot. Sense. Oh, ist hier noch irgendwas? Was wir eigentlich nur haben wollen, ist die scheiß Tafel. Alles andere juckt uns gar nicht. So, gehen wir wieder. Ja, 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 hier ist eine Schlange, natürlich. Die hab ich gerade schon gesehen gehabt. Nervt. So. Weiter in die Richtung. Bisschen aufpassen wegen den Schlangen. Ja, da ist wieder eine. Ich hasse Schlangen. Okay. Da geht's nicht weiter. Das sind doch hier, das sieht aus, als würde hier eine Falle kommen. Deswegen trete ich hier drauf und guck mal, was passiert. Er geht mir doch nicht auf die Nerven, bitte. Aber die sind nicht so schlimm wie in Origin. Genau. Boah, die habe ich wieder nicht gesehen. So, das können wir schon mal bewegen. Lass mich raten, der kam mir nicht mehr raus wegen dem Schlag. Hab keine Angst. Ich gehöre nicht zu denen. Das heißt nicht, dass du mich nicht trotzdem umbringst. Du bist das nur für dich selbst. Sokrates ist mein Freund. Wirklich? Beweise es. Ja, die hat ja gesagt, Sokrates ist der klügste Mann, den ich kenne. Deswegen sagen wir ihm das. Ich bin noch nie einem so klugen Menschen wie Sokrates begegnet. Unsere Gespräche geben mir immer noch lange zu denken. Du kennst ihn, ich verstehe. Verzeih, dass ich zweifelte. Was wollten diese Männer von dir? Aus irgendeinem Grund wollten sie diese Schriften von Sokrates. Nun, ich habe sie geschrieben, aber es sind seine Worte. Ein ausgefallenes Beutestück. Einer von ihnen war ein Großmaul. Er erwähnte die Priester im Heiligtum der Athener Pronea. Er
Er meinte, das wäre das Letzte, was sie brauchen, um Sokrates loszuwerden. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Ich habe mich schon lange gefragt, was lehrt Sokrates eigentlich? So vieles. Folge ihm einfach einen ganzen Tag lang und du wirst nicht einschlafen können, weil dir so viel durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Tag mit ihm aushalte. Und was gefällt ihm daran? Was brachte dich zu Sokrates? Ich kenne keinen, der so ist wie er. Und nee, ich auch nicht. Sich das nicht so schnell ändern. Jeder Tag mit ihm ist ein lohnender Tag. Ich kümmere mich um den Priester. Danke. Und nun ja, bitte gib dies Sokrates. Nach allem, was ich von ihm gelernt habe, schmerzen mich diese Worte. Aber ich habe eine Familie. Worum es auch geht, ich darf mich in nichts verstricken lassen. Dann willst du also nicht länger sein Schüler sein? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Vielleicht ändert sich das eines Tages. Ich werde ihm diese Schriften überbringen. Danke. Und bitte beschütze ihn. Ohne ihn wäre diese Welt ein schlechterer Ort. Der Schüler hat mich auf etwas gebracht. Xantippe erwähnte ein Symposium. Vielleicht kann ich die anderen Teilnehmer dazu bringen, Sokrates zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, warum die Priester Sokrates loswerden wollen, aber ich muss mich um sie kümmern. Ja, das machen wir nächstes Mal. Die Quest ist dann fertig. Was jetzt noch übrig bleibt, ist die Tafel. Die haben wir noch nicht gefunden. Oder die antike Stiele. Die haben wir noch nicht gefunden.